Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Neuwagenpartner hier in Bielefeld. Heute haben wir mal ein bisschen was Spezielleres für Sie. Heute geht es mal wieder um Elektromobilität. Wir hatten ja jetzt die letzten Videos mit den Verbrennern und auch mit dem günstigen Preissegment in dem Polo vs. Fabia Video von Herrn Mieter. Heute sind wir eher wieder so ein bisschen im hochpreisigen Segment und voll elektrisch unterwegs. Wir haben hier den niegelnagelneuen, ganz wichtig, 24er Skoda Enyaq RS Coupé. Denn bei den 24er Modellen haben wir den neuen Akku, die neue Ladetechnik und die neue Leistung. Hat jetzt nämlich 250 kW und nicht mehr die kleinere kW-Leistung wie bei den 23er Modellen. Das ist besonders wichtig, weil das auch eine Rolle spielt für die Ladetechnologie. Das Auto hat eine größere Reichweite als die 23er Autos, kann mehr Ladeleistung aufnehmen, das heißt, ich kann mit mehr Kilowatt Peak laden und generell in der Software, auch was das Infotainment-System angeht, haben wir hier zwei, drei Verbesserungsmöglichkeiten. Was ich als erstes hervorheben will, was man auf der Kamera wahrscheinlich schon sieht als so ein Lichtlaufband, ist hier vorne der Crystal-Kühlergrill und die LED-Matrix-Scheinwerfer. Das beides ist beim Enyaq RS Coupé Serie. Also wir haben hier für nachts den automatischen Fernlichtassistenten, das Abblendlicht, die Schlechtwetterbeleuchtung und halt nochmal zusätzlich diese wunderschöne Lichtleiste hier in diesem Kristallgrill. Ansonsten von vorne, wie wir es kennen von den RS-Modellen, die sportliche Stoßstange vorne, hier mit den schwarz gehaltenen Lufteinlässen und generell einfach dieses sportliche, bullige Frontdesign. Dann, wenn wir hier einmal mit zur Seitenoptik gehen, haben wir hier die RS-Logos, jetzt mit den grünen Applikationen, nicht wie bei den normalen RS-Modellen in Rot, um halt einfach klarzustellen, hier handelt es sich um ein vollelektrisches Auto. Die 21 Zoll Aero-Felge. Hier haben wir, wie bei anderen Elektroautos auch, eine Blende, die wir abnehmen können und darunter haben wir dann eine ganz normale Alufelge. Ich persönlich finde die Aero-Blende echt schick, mir gefällt das sehr gut, ist natürlich Geschmackssache, wie gesagt, kann man abnehmen. Dann haben wir auch hier diesen klassischen Coupé-Look. Ich finde das Auto wirklich sehr attraktiv, muss ich sagen. Ist unser erster Enyaq, den wir auf dem Hof haben, haben wir auf Kundenwunsch bestellt und ich bin echt begeistert. Also Verarbeitungsqualität, Design, da hat Skoda schon echt richtig Gas gegeben und wenn dieses Auto die WLTP-Reichweite einhält und von der Ladegeschwindigkeit wirklich performt wie auf dem Blatt Papier, dann würde ich dieses Auto jederzeit einem Model Y von Tesla vorziehen. Weil wenn wir jetzt mal hier reinschauen, erstmal Keyless überall an den vorderen Türgriffen, an den hinteren Türgriffen, also das große Keyless-Paket, dann haben wir, wie wir es von Skoda kennen, natürlich das Simply Clever-Paket mit dem Regenschirm und mit dem Eiskratzer. Und dann haben wir hier einfach diese super hohe Verarbeitungsqualität. Was mir und Herrn Mieter direkt aufgefallen ist, das belederte Armaturenbrett mit dem kontrastfarbenen Stitch finde ich sehr, sehr schön. Dann, wenn ich mich hier einmal reinsetze, davon schneiden wir gleich nochmal ein Bild rein, die Sportsitze, wirklich in Leder mit andersfarbigen Ziernähten, dann ist das hier perforiert, das Leder. Dann haben wir hier dieses wunderschöne Sportlederlenkrad unten abgeflacht. Auch hier die Haptik. Ich finde, das macht schon immer sehr, sehr viel aus. Es fühlt sich hochwertig an. Dann haben wir auch, was ich finde besser als beim Tesla, ein kleines digitales Cockpit. Hier können wir die Geschwindigkeiten sehen, so ein paar Key-Features, unsere Reichweite natürlich. Und dann wirklich eins der ausschlaggebenden Argumente, warum dieses Auto für den Fahrkomfort oder für den Fahrer einfach optimal ist, haben wir hier vorne das große Augmented Reality Head-Up Display. Auch das ist mittlerweile Serie beim 24er RS Coupé
Das heißt, wir haben hier eine riesengroße Fläche, die uns in das Sichtfeld projiziert wird und da können wir alles sehen. Assistenzsysteme haben wir natürlich alle an Bord. Wie ich schon gesagt habe, wir haben in den Spiegeln den Totwinkelassistent, wir haben hier unten den Abstandstempomaten, wir haben die Müdigkeitserkennung, wir haben den Spurhalteassistent. Der ist natürlich auch so, dass er eingreift, wenn irgendwas passieren sollte. Wir haben die Lenkradheizung. Wir haben hier die normalen Button, wie wir die kennen, mit denen wir steuern können. Und hier nochmal die beiden Button für den kleinen Display hier unten, um uns halt die Einstellungen anzeigen zu lassen. Kanton, auch übrigens mittlerweile Serie bei dem neuen RS Coupé, finde ich sehr gut. Gerade wenn man halt länger unterwegs ist, das ist ja ein Auto für die Familie zum Reisen. Gutes Soundsystem natürlich super wichtig. Was bei dem Auto jetzt schön konfiguriert ist, das ist nicht Serie, ich finde es aber cool, dass es hier mit drin ist, sind hier hinten diese Rollos. Das ist nochmal schön für die Kinder oder für alle Leute, die halt mitfahren, dass man nochmal ein bisschen mehr Sonnenschutz hat, ein bisschen angenehmer hinten drin sitzen kann. Dann sehen wir vielleicht, wenn wir so ein bisschen in die Hocke gehen mit der Kamera, das große Panoramadach bringt natürlich viel, viel Helligkeit mit ins Auto. Macht das Ganze angenehm, hinten zu sitzen. Wir haben hinten Sitzheizung und auch hier, trotz der abfallenden Coupé-Linie, wenn ich jetzt einfach mal einsteige, haben wir eine gute Kopffreiheit. Ich habe auch hier vorne relativ viel Platz und das, obwohl der Sitz vorne so eingestellt ist, dass ich vorne als Fahrer sitzen könnte. Wie gesagt, Sitzheizung und hier auch nochmal eine Klimaanlage. Also wir haben eine 3-Zonen-Klimaautomatik, sprich für die Mitfahrer auf der Rücksitzbank auch sehr, sehr komfortabel. Dann gehen wir einmal zum Kofferraum. Bei dem Auto finde ich auch sehr geräumig. Natürlich haben wir hier eine elektrische Heckklappe. Rückfahrkamera, auch Serie. Das zeige ich aber gleich auch nochmal auf dem Display. Dann haben wir hier wirklich einen großen, geräumigen Kofferraum. Ich würde sagen, der Kofferraum ist größer als bei einem Model Y. Warum vergleichen wir so viel mit dem Model Y? Weil es letztes Jahr im Dezember und November das meistverkaufte Auto war weltweit, sprich Benchmark in dieser Coupé-SUV-Elektroszene. Wie gesagt, meine Meinung aktuell, werde ich auch mit dem Kunden drüber sprechen und mir da das Feedback holen, wie das mit der Reichweite wirklich ist. Wenn dieses Auto die Werte einhalten kann, dann würde ich persönlich aufgrund der Verarbeitung der Software und des größeren Kofferraums und des höheren Komforts für Mitfahrende auf jeden Fall einen Enyaq, einen Model Y vorziehen. Wir haben hier eine schwenkbare Anhängerkupplung. Sowas gibt es bei einem Model Y nicht. Da gibt es zwar eine Anhängerkupplung, aber die ist zum Stecken. Hier wirklich, wie wir es kennen aus den Scooter-Modellen, haben wir unseren Knopf im Kofferraum. Wir ziehen dran, die fährt raus. Ich muss nur noch das letzte Stück einrasten oder ich drücke, die klappt weg und ich muss nur noch das letzte Stück einmal die einhaken. Wie gesagt, Heckklappe elektrisch, dann haben wir hier auf der Seite unter dem klassischen Tankdeckel versteckt unsere Lademöglichkeit. Wir haben hier oben den klassischen Stecker für eine Wallbox. Hinter Herrn Mütter ist unsere Wallbox. Wir haben eine Wallbox von Tesla. Auch das ist kein Problem, damit hier einfach zu laden. Dann haben wir unten die Möglichkeit zu erweitern auf CCS2, sprich auf die maximale Ladeleistung, wenn wir an Superchargern sind. Egal, ob es jetzt ENBW, Ionity oder auch ein Tesla Superchargern ist, denn auch die sind ja teilweise freigeschaltet für Fremdfabrikate. Dann schließen wir das einmal. Ich würde sagen, Herr Mütter springt einmal auf den Beifahrersitz. Ich gehe rum und dann gucken wir uns noch so ein bisschen das Infotainment-System an. Ich finde erstmal vom Sitzen, vom Raumgefühl ist es sehr schön. Man sitzt sehr angenehm. Wie gesagt, die Sportsitze sind super, guter Seiten halt, schöne Kopfstütze und Kopffreiheit auch optimal gegeben. Dann haben wir hier unsere Mittelkonsole, relativ klein gehalten, der Wahlhebel. Dann haben wir hier vorne nochmal zwei Cupholder. Hier vorne haben wir dann das induktive Laden fürs Smartphone. Da muss man jetzt natürlich dem Tesla den Vorsprung lassen. Im Tesla kann ich zweimal induktiv laden. Hier habe ich nur auf der linken Seite induktives Laden. Dann haben wir hier noch so ein kleines Ablagefach, wo man ein paar Sachen reinschmeißen kann. Natürlich super tief, weil wir keinen Getriebetunnel haben. Das heißt, Stauraum ist auch gut gegeben. Dann, was ich gut finde, dass endlich auch ein klassischer Automobilhersteller verstanden hat, dass ich beim Elektroauto keinen Schlüssel mehr ins Zündschloss stecken muss, keinen Startknopf mehr drücken muss oder so, sondern ich stelle einfach meinen Fuß auf die Bremse. Sie sehen schon, mein Sitz durch die Memo-Funktion fährt nach vorne. Ich bin in meiner Fahrposition und kann direkt losfahren. Das finde ich persönlich super, weil
es macht einfach keinen Sinn, bei einem Elektroauto einen Schlüssel umzudrehen. Und das sind auch so die Kleinigkeiten, die, finde ich, wichtig sind, wenn man den Technologieschritt macht, dass man dann davon auch einfach profitieren kann. Dann ich aus meiner Perspektive kann jetzt hier super den Head-Up-Display sehen. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie reingeschnitten bekommen, dass Sie zu Hause das auch sehen können. Ich nehme einfach mal die Kamera kurz. Genau, da vorne sehen Sie es. Die Größe kann ich jetzt natürlich auch nochmal verändern und auch natürlich auch die Anzeige verändern. Dann habe ich hier vor mir den normalen Tacho, auch mit dem Nötigsten, was ich brauche. Ich finde, das reicht aber voll und ganz. Ich gebe die Kamera einmal wieder zurück an Herrn Mütter. Dann können wir auch direkt hier beim Display bleiben. Wie gesagt, überall hier dieses Belederte mit der schönen Kontrastnaht. Dann haben wir hier diese Carbon-Optik-Zierblende. Ich persönlich finde es echt super, super schön und wesentlich hochwertiger als in anderen Elektroautos. Auch hochwertiger als im ID3, ID4 oder im ID5. Kommen wir jetzt zum Kernstück dieses Autos, dem neuen Infotainment-System. Hier würden wir einmal später erinnern machen. Das überlassen wir natürlich ganz dem Kunden, sich mit seiner Skoda-ID mit dem Auto zu verbinden und dann über die App den Zugriff zu haben. Dann sehen wir hier schon direkt, die Auflösung von dem Bildschirm ist wirklich sehr, sehr hochwertig, sehr gut, sehr scharf. Der Display ist schnell in der Reaktionszeit. Ich habe hier unten meine Klimaeinstellung, meine Sitzheizung. Dann habe ich hier mein Home-Menü. Das ist quasi der Startbildschirm, den ich normalerweise immer sehe. Hier oben haben wir den Sprachassistenten. Im VW-Konzern haben die dem ja jetzt Namen gegeben. Im Skoda heißt es Laura, im Volkswagen heißt es Ida. Da könnte ich jetzt mir halt helfen lassen und über die Sprachfunktion mit dem Fahrzeug kommunizieren. Dann haben wir hier nochmal so ein kleines Menü. Wie gesagt, Navigation, Klima und der Sprachassistent. Ich sehe hier oben direkt meine Assistenzsysteme. Der Spurhalteassistent ist aktiv. Die Auto-Hold-Funktion ist aktiv. Und hier könnte ich jetzt direkt meine Vorheizfunktion programmieren, sodass, wenn das Auto draußen steht, ich morgens zur Arbeit muss, das Auto warm ist, wenn ich rauskomme. Alles andere kann man auch hier unten über die Button steuern. Wir haben hier die Parkfunktion. Wie ich finde, eine der bestauflösendsten, schärfsten Rückfahrkameras, die ich so gesehen habe. Ich hoffe, das kommt über die Kamera bei Ihnen zu Hause auch so rüber. Wir können hier die Rückfahrkamera sehen. Wenn ich jetzt einen Gang einlege, was ich einfach mal mache und einschlage, sehen Sie, wie sich die gelbe Linie verändert. Das heißt, ich kann genau sehen, wo mein Auto hin will. Dann könnte ich jetzt hier noch die Winkel verändern, sodass ich mit meinem Kugelkopf perfekt meinen Anhänger treffe. Oder ich könnte mir so eine Art Panoramasicht einblenden lassen, damit ich sehen kann, wenn ich ausparke, ob von links oder von rechts einer kommt. Und dann haben wir hier unten noch den Mode-Modus. Das wird jetzt nur bei mir hier im Display angezeigt. Da kann man die verschiedenen Modi sehen. Die Fahrmodi, Sport, Individual, Klassik oder Eco. Dann kann ich hier einmal auf das Assistenzsystem eingehen. Genau, da bin ich jetzt im Assistenzsystem. Sprich, hier kann ich nochmal ganz genau sehen, mein Totwinkelassistent, mein Abstandstempomaten, dann mein Limiter, wenn ich den einstellen möchte. Hier oben habe ich die Verkehrszeichenerkennung, sprich hier ist alles mit drin, was wir brauchen. Dann haben wir hier unten nochmal die Telefonfunktion. Hier kann ich natürlich auch mein Smartphone mit verbinden und meine Kontakte importieren. Das kennen wir aus jedem anderen Auto auch. Dann haben wir, wenn wir hier auf die Dreiecke gehen, haben wir die SmartLink-Funktion. Das ist hier natürlich wireless. Das heißt, ich kann sowohl mein iPhone oder auch mein Android-Gerät mit dem Fahrzeug verbinden und kann meinen kompletten Bildschirm spiegeln. Genau, die Klimafunktion, da können wir auch nochmal drauf eingehen. Wenn ich hier unten auf Klima drücke, komme ich ins große Klimamenü. Wie gesagt, mit diesem Simply Clever Paket bekomme ich dann auch hier so Optionen, wo ich dann direkt einstellen kann, ich habe kalte Füße, ne, wärme meine Füße, ich habe kalte Hände, wärme mir die Hände und das Fahrzeug reguliert dann alles dementsprechend. Das erstmal soweit zum Interieur. Wie gesagt, ich finde es super hochwertig gemacht. Hier kann man jetzt nochmal sehen, der Ladestand ist einstellbar, bis wohin man laden will. Ich könnte jetzt hier nochmal mein Standklima einstellen und die Innenraumüberwachung ist aktiviert. Sobald ich jetzt die Fahrertür öffne, geht der Bildschirm natürlich aus. Sagen wir, gehen nochmal nach draußen. Mein Sitz fällt schon wieder zurück. Auch das Teil der Memory-Funktion, dass ich besser aussteigen kann. Und dann gucken wir uns einfach nochmal von außen das Auto an.
weil ich finde, es ist designtechnisch schon echt ein Highlight auf jeden Fall. Was ich jetzt von hier nochmal sehen kann, der schöne große Head-Up-Display. Das heißt, das ist der Bildschirm, der dann für mich das Ganze projiziert vorne in die Scheibe. Dann nochmal einfach die schöne Front. Das Auto ist jetzt hier schwarz Metallic, was natürlich dafür sorgt, dass die schwarzen Akzente, wie jetzt hier die Inlays oder auch der schwarze Grill, nicht ganz so rausstechen, wie wenn ich ein silbernes oder ein weißes Auto konfiguriere. So ist es halt schlicht und unauffällig. Mein Fazit abschließend zu diesem Auto: Ich finde, für knapp 60.000 Euro bekommt man hier ein richtig, richtig schönes Auto mit hoher Verarbeitungsqualität, sehr hochwertiger Innenausstattung, mit eigentlich allem, was man sich wünschen kann, mit einer Standheizung, mit allen Assistenzsystemen, mit dem bestmöglichen Licht, was aktuell auf dem Markt verfügbar ist, mit einer schwenkbaren Anhängerkupplung, mit einer elektrischen Heckklappe, Sitzheizung vorne, hinten, die Sportsitze mit der Memory-Funktion. Das heißt, auch da, wenn ich das Fahrzeug mit 2-3 Leuten benutze, jeder kann den Sitz so einstellen, dass es für ihn passt oder sie, das Ganze speichern. Wenn das Fahrzeug durchgetauscht wird, drücke ich immer nur auf meine jeweilige Zahl, ob ich Fahrer 1, 2 oder 3 bin, der Sitz stellt sich wieder perfekt auf mich ein. Das ist für mich Preis-Leistungs-Verhältnis technisch sehr, sehr gut. Wie gesagt, das ist unser erster Enyaq. Wir haben jetzt noch keine Erfahrung damit, wie das 24er Modell mit dem top aktuellen Akku performt, wie das mit der Reichweite aussieht. Da werden wir auf jeden Fall später nochmal in die Kommentare reinschreiben, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, wie sich das Auto verhält, ob die WLTP-Werte realistisch sind. Abschließend, ich habe es eben schon mal erwähnt, für mich persönlich das beste Elektro-SUV in diesem Preissegment, wenn man es mit den anderen Autos, die da draußen in diesem Preissegment unterwegs sind, vergleicht. Weil sowohl in einem Tesla als auch in einem ID4, ID5 bekomme ich nicht diese Verarbeitungsqualität. Ich bekomme kein anderes Stitching-Farbe, ich bekomme keinen Ledersportsitz, ich bekomme kein Memory-Paket, beziehungsweise nicht in der Qualität, wie es hier verbaut ist. Insofern würde ich sagen, mein Tipp an Sie da draußen: Nehmen Sie den Enyaq in die engere Auswahl, gucken Sie sich das Auto an. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil optisch ist das Ding der absolute Burner und die Materialien, die hier verbaut wurden, auch. Wie gesagt, wir geben Ihnen nochmal ein Update, wenn wir die technischen Daten haben, damit Sie wissen, ob der das umsetzen kann. Bis dahin würde ich sagen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Lassen Sie gerne ein Like und ein Follow da und ich freue mich, Sie nächstes Mal wieder auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis dann, ciao, ciao.